Reicht das für DRS? Ich fürchte nein. Nee. Wir glauben, dass doch. Wir eine gute alternative Strategie haben. Aha. Dass wir den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen. Guck mal, wie wir rankommen. 9 und 8. Wir haben 18 Runden. Ich würde eigentlich in der 9 reingehen. Ich lasse es also. So, möchte mich jetzt aber eigentlich primär... das war wieder ganz schlecht. Primär ums Rennen kümmern. Wir kamen gut dran, dann hat mich Jeff unterbrochen. Das war natürlich jetzt Gift. Aber man sieht, mit DRS kommen wir relativ gut dran. Ich muss aber aufpassen. Irgendwie diese Bremsgeschichte hier gefällt mir auch nicht, was ich da zusammenbremse. Formel 1 ist ja nicht nur fahren, es ist tatsächlich auch bremsen. So, auf hoch bleibe ich. Oh, wir sind doch schon relativ gut hinten dran. Das würde sogar reichen, glaube ich. Allerdings, ich wollte sagen, ich muss natürlich auch noch bremsen. Oh Gott, doch, das hat geklappt. Nee, das ist immer noch... es ist immer noch ein Zweikampf. Nicht schubsen. Dankeschön, Herr Verstappen. Ja, wir sind dran vorbei. Aber das war jetzt doch ein olles kleines Kämpflein. wir haben ihn schon ein bisschen abgehängt. Okay, es ist halt einfach ein Monster, was wir hier unter unserem Hintern haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber er hat natürlich DRS. Man hört schon, wie er daherkommt wie eine Rakete. Wir müssen ihn aus diesem DRS-Fenster rauskriegen. Dann ist auch diese lange Gerade nicht mehr ganz so gefährlich. Weil jetzt hat er wieder DRS. Und es ist wieder eine relativ lange Gerade. Man sieht. Eigentlich ist er fast schon wieder, glaube ich, dran vorbei gewesen und hat dann nochmal zurückgezogen. Das konnten wir jetzt zweimal abwehren. Jetzt möchte ich hier Platz zwischen uns kriegen. Da war schon rot. Das heißt, ja, der hängt uns hier tatsächlich im Genick. Hier kriege ich ein bisschen Platz. Oh ja, hier kriege ich fett Platz. Okay, na dann ist ja gut. Es muss einfach genug sein, wie gesagt, dass er nicht wieder ins DRS reinkommt. Jetzt muss ich da mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Falls nicht, muss ich da mal ganz laut schreien. Das werdet ihr aber nicht mitkriegen, weil dann muss ich ja nochmal anfangen. Das würde mich ärgern. So, Moment. Top, läuft. Oh, jetzt ist er... Ja, jetzt ist er aus dem Fenster raus. Sehr gut, wir haben ihn aus dem DRS-Fenster rausgeballert. Sehr schön. Dann wird eben auch diese Gerade hier nicht zum Spießrutenlauf und auch nicht die Gerade, die jetzt hier kommt. Sondern haben wir so viel Platz. Gehen wir nochmal rauf. Ja, das müsste klappen. Jetzt nur keine Fehler machen, weil sonst ist er natürlich relativ schnell wieder da. Das war eigentlich schon wieder abgekürzt. Leider. Oder zum Glück. Was sage ich denn? Leider. Zum Glück hat die Rennleitung das nicht wirklich gerügt. Da haben wir Glück gehabt. So, und ja, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin tatsächlich schon wieder angespannt. Also ich bin bei jedem Rennen mittlerweile angespannt, weil es halt ganz einfach wirklich darum geht, ob wir bei der WM noch was zu sagen haben oder ob die vorbei ist. Und im Moment sieht das relativ gut aus. Wir haben Gasly hinter uns. Das ist natürlich schlecht. Da würde ich drauf hoffen, dass der Viertplatzierte vielleicht noch angreifen kann. Das entzieht sich aber meines Einflusses. Ich muss ja mein Rennen vernünftig zu Ende kriegen. Und der Rest, der läuft halt wie er läuft. Da haben wir keinen Einfluss drauf. So, ERS ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. 1,8 Sekunden, Gasly 2,8. Und am Ende von dieser Runde haben wir, glaube ich, unseren Boxenstopp, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt zieht es ein bisschen zu. Das war aber auch der Wetterbericht, dass es nicht durchgehend sonnig ist. Cool, auch eine sehr, sehr coole Strecke. Gefällt mir. Fahre ich sehr gerne. Jawohl, und dann erzählt er wieder noch ein bisschen was vom Wetter und verpasst dafür die Kurve, Herr Eisenberg. Wir sind nicht 10 Sekunden voraus, wie auch schon. Konzentrieren Sie sich ein bisschen. Gibt's da nicht. Hier macht es, glaube ich, tatsächlich nichts, wenn man... Oh, Käse.
Doch, es macht was. So weit darf man dann doch nicht aus der Piste raus. Alles klar, jetzt sind wir schon wieder kurz vor einer Zeitstrafe. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger fahren. Dann lieber ein bisschen langsamer in die Kurve und nicht so viel Tempo mitnehmen, weil das bringt nichts, wenn wir dann dort schnell um die Kurve kommen und uns das dann dreifach wieder abgezogen wird. Diese Runde, jetzt mach Druck. Ach nee, in der 9. gehe ich ja rein, stimmt, da habt ihr recht. Ja, wir nehmen den aber Zeit ab. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben keinen Flügelschaden, das heißt, unser Boxenstopp wird auch schnell funktionieren. Wir konnten bei den Vertragsverhandlungen gute Dinge rausholen, dass das auch vernünftig funktioniert mit der Box in einem ordentlichen Tempo. Wir sind also relativ gut unterwegs und es schadet, glaube ich, nicht, wenn ich dann mal noch neue Reifen habe. Guck gleich mal. Ich kann gar noch nicht gucken, ist mir zu kurvig. 26, ja gut, 30. Eben bei 30 ist dann irgendwann mal, dass man es tatsächlich zu spüren kriegt. Jetzt eben nicht übertreiben. Nicht, dass wir irgendwie eine Strafe kriegen. So, genau. Ein paar Informationen zu Hamilton. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Gasly ist immer noch auf der 3. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So kriegen wir keine vernünftige Differenz hin. Das heißt, wenn er punktet und wir punkten. Ich weiß, es ist nicht allzu viel, aber wo ist eigentlich Leclerc? Wo ist eigentlich unser Teamkollege? Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Weber, Leclerc ist nicht zu sehen. Da, auf der 7. Wir sind hinter Leclerc, okay. Noch. Die sind alle noch nicht in der Box gewesen. Müssen wir uns keinen Kopf machen. Gehe aber schon mal auf hoch. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen hier das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Gucken, ob ich einfädeln kann. Das lernt man in der Fahrschule. Ein klein 1x1 für Formel 1 Fahrer. So, und das fährt sich gerade wieder 10-mal angenehmer, kann ich wirklich sagen. Ich komme wieder viel besser um die Kurven rum wie vorher. Das ist halt neue Reifen. Und auch die Bremse. Das sind halt schon Welten. Also, was das jeweils ausmacht. Ja, ja, aber das macht ja keinen Sinn hier in der Kurve, Kollege. Aber wobei, doch, ich mach mal. Weil ich muss die nicht angreifen, Jeff. Das müsstest du doch am besten wissen. Die müssen alle noch an die Box. Wir haben noch Ruhe. Also wir haben jetzt endgültig Ruhe. Wir wollen eigentlich, wenn es irgendwie machbar ist, nicht mehr an die Box. So, hier kann ich tatsächlich auch nicht volle Pulle rüber, da muss ich jedes Mal vom Gas runter, das geht aber gut. Okay. Jawohl. Wir sind auf der 4, das heißt, die drei vor uns, die müssen auch noch an die Box. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt trotzdem ein bisschen Tempo machen. Ganz einfach nicht, damit dann, wenn die aus der Box rauskommen, wir ein Problem haben. Ich habe jetzt nicht mal darauf geachtet, wie schnell unsere Boxencrew war. Das hätte ich eigentlich auch noch machen sollen. Schade. Aber okay, sie waren offensichtlich relativ schnell. Das passt schon. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,7 Sekunden. Ja, und ein Boxenstopp. Das möchte ich dann schon genau haben, das Ganze. Der ist nämlich nicht direkt 3 Sekunden vor uns, sondern bloß noch den Boxenstopp dahinter. Stimmt das, was ich jetzt gesagt habe? Ich glaube, ja. Soll ich hier, Herr Eisenberg, fahren soll? Ich muss mich immer selber irgendwie wieder daran erinnern, dass ich ja nicht noch ein Rennen fahre. Und dass das relativ wichtig wäre. Aber jetzt erwische ich das besser, ohne dass ich da jedes Mal rausfliege aus der Kurve und dann irgendwie wieder eine Strafe kriege. Weil das können wir uns. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Weil das können wir uns absolut nicht leisten, dass wir jetzt irgendwie noch eine Zeitstrafe kassieren wegen irgendeiner blöden Kurve. Das würden wir merken, mit Sicherheit. Wie sieht's aus? Zack, jetzt sind wir da auf der 1. Jetzt haben wir wieder Echtzeit sozusagen. Weber auf weißen Reifen. Okay, kennt er gar nichts. Und es fährt sich immer noch 1A. Hier mit dem Auto, wunderbar. Es stört nicht mal, dass ich tatsächlich mit dem Benzin nicht viel machen kann. Also das war die richtige Entscheidung, das sehe ich jetzt schon. Weil wir brauchen
Die fette Mischung im Moment gar nicht. Also wozu ein Teil ersetzen, eine Strafe kassieren, das eigentlich tatsächlich nur für das Benzingemisch zuständig ist, wenn wir das Benzingemisch gar nicht brauchen. Da hätten wir uns definitiv keinen Gefallen getan. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Weil ich weiß nicht, wo wir gelandet wären, wenn ich jetzt weiter hinten hätte starten müssen. Man hat gesehen, das ist so eine lange Gerade, das ist im Prinzip genau Gift für jemanden wie mich, der es halt mit dem Start irgendwie nicht so hat. Und weiter hinten wäre es natürlich dann noch enger geworden. Das heißt, da hätte man wahrscheinlich nochmal ein paar Plätze verloren. Und ich weiß nicht, ob wir dann jetzt hier in der Situation wären, dass wir auf der 1 wären. Dann hätten wir zwar ein funktionierendes Dingens, was das Benzingemisch hier steuert, allerdings auf Rang 12, und das wäre natürlich Käse, das ist ganz klar. So, jetzt mal gucken, wie weit wir vorn sind. Ordentlich, würde ich sagen. Ja, sehr ordentlich. Eine halbe Weltreise. Echt jetzt? Come on. 10 Sekunden fast, wow. Okay. Aber eben, ja, ja, und schon, dann freut er sich wieder und dann macht er schon fast wieder einen Käse. Mein Gott, welchen Formel 1 Fahrer. Da ist man mal einmal vorne. Ja, ich würde wahrscheinlich schon Champagner auspacken, irgendwie, wenn ich das erste Mal in der Box stehe. Wenn ich vorne bin. Und das ist natürlich relativ schwierig. Herr Heisenberg, nicht abkürzen. Fahren Sie ein bisschen langsamer um die Kurven. Genießen Sie das Ambiente und genießen Sie vor allem die Strecke auf der Strecke und nicht daneben. So, hier das Gleiche, beziehungsweise dann am Schluss des Ganzen. So, wenn ich jetzt hier rausdüse. Jawohl, passt. 5 Runden sind es noch. Ja, ich feiere die Einsamkeit gerade, muss ich sagen. Weil im Moment, ist im Prinzip das erste Mal, seit ich das Spiel spiele, geht es mir nicht um einzelne Rennen. Mir geht es nicht darum, Zweikämpfe zu führen. Sondern wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, da noch Weltmeister zu werden, möchte ich das werden, ganz klar. Das ist jetzt das erklärte Ziel. Nichtsdestotrotz macht es natürlich immer noch Hölle Spaß. Sonst würde ich nicht spielen. Ist ganz einfach. Aber ja, der Fokus hat sich ein bisschen verlagert. Ich möchte jetzt tatsächlich gesamt das Ganze sehen. Rochon ist ausgeschieden. Der hat aber keinen gröberen Einfluss auf die WM-Wertung. So, Nierenrennen kommt sowieso noch, wie gesagt. Wo ich mich, glaube ich, nicht allzu wohl fühle. Ich weiß jetzt gerade noch nicht welches. Irgendeins war es noch. Und da könnten wir immer noch die Komponente tauschen. Oder tauschen dann gleich mal ordentlich ein paar Komponenten, wenn ich dann dort so hinterst starte. Aber ich muss das von Fall zu Fall, von Rennen zu Rennen. Oh la la la, von Rennen zu Rennen beurteilen. 10 Sekunden liegt da Platz 2 zurück. Gelbe Flagge, okay, aufpassen. Überholen kann ich nicht. Da komme ich auch nicht in Versuchung. Ich fahre hier natürlich wesentlich langsamer durch wie noch zu Beginn, ganz bewusst. Okay, alles klar. So, am Bömmel haben wir leider keinen mehr, das heißt, das haben wir schon erledigt und gleich in doppelter Traktion, sozusagen. Bin immer noch auf Hoch und unser EAS, das arbeitet bestens, so wie es aussieht. Ja gut, einfach, ja, jetzt müssen wir es halt, wie man so schön sagt, wir müssen es aber noch nach Hause bringen. Mehr müssen wir nicht mehr machen. Keine groben Schnitzer erlauben. Überall ein bisschen früher bremsen, als es nötig wäre, weil diese 10 Sekunden, die wird Verstappen kaum mehr aufholen. Auch nicht, wenn wir ein bisschen Piano fahren. Ja, eben. Ja. Also, jetzt ist Perez auf der 3. Das ist schon mal schön, dann ist Gasly weg. Ich weiß jetzt halt nicht, wo Gasly ist. Also wahrscheinlich hier auf der Piste, wenn er Glück hat. Aber auf welcher Position der ist. Aber alles, wo er noch weiter hinten ist, das arbeitet für uns. Dann kämpfen Sie mal ein bisschen, Herr Perez. Sie dürften sogar gerne Herr Verstappen noch ein bisschen ärgern. Mit Ihren 3 Sekunden Rückstand müsste das eigentlich auch funktionieren. Weil auch Verstappen muss nicht unbedingt auf der 2 sein. Nicht, dass ich was persönlich gegen ihn hätte, im Gegenteil. Aber ja, er ist natürlich... Ist er nicht sogar führender mittlerweile? Ich glaube, er hat doch sogar die Führung übernommen. Aber eben, alles irgendwie mit 20 Punkten Unterschied zwischen den ersten 4. Der 4. sind wir, zumindest gewesen. Ich nehme mal an, wenn wir jetzt hier gewinnen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann sollten wir da schon noch ein bisschen Sprung nach vorne machen. Es hängt aber halt natürlich davon ab, was macht der Rest. Oh, sogar Sektor 1 noch eine Bestzeit gefahren. Und das, obwohl wir kein DRS hatten. Interessant. Wenn ich das richtig deute. Ich
nehme es mal an, ich habe es halbwegs richtig gedeutet. So, da hatte ich immer Schwierigkeiten früher. Da hat man schon gemerkt. Also, ich sag's mal so, ich merke einfach langsam, dass ich besser fahre, auch was den Skill angeht. Das ist immer noch nicht dort, wo ich eigentlich gerne hin würde. Aber das ist auch noch ein weiter Weg. Aber einfach, dass ich zum Beispiel eben in diesen Kurven hier keine Probleme mehr habe. Ich kann mich erinnern, dass ich da jedes Mal früher geschleudert bin. Da hat es mir das Heck weggedreht und das mit auch guten Settings. Das waren einfach Fahrfehler. Oder auch in der, dass es mich dann irgendwie rausgeschleudert hat. So, und die sind jetzt, die Fahrfehler sind eigentlich, ja, die sind natürlich nicht weg, weil einen Fahrfehler kann man auch irgendwie auch sonst natürlich mit komplett Routine und so weiter mal machen, wenn man Pech hat. Aber sie haben sich stark reduziert, diese komischen Fehler, wo es mich irgendwie so rausträgt. Apropos, jetzt hat es mich gerade auch ein bisschen rausgetragen, ist aber kein Drama. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, da werden wir keine Probleme haben. Das ist klar, wenn wir da nichts umstellen können. Und jetzt kann ich mit DRS volle Pulle die ganze Zeit auf hoch bleiben, weil, ja, das verändert sich auch nicht mehr groß. Wie viele Runden noch? Ja, noch zwei, ja, okay. Cooles Rennen. Also nicht, was die Spannung angeht, aber natürlich, was jetzt den Kampf um die WM-Krone angeht, ist das natürlich ein relativ massiver Schritt nach vorne hier. Und ich muss das genießen, weil, wie gesagt, ich weiß das noch irgendwo, also mindestens eine Strecke haben wir noch, wenn da dann noch Regen ist, weiß gar nicht, ob ich da antreten muss, da könnt ihr mir auch ein schönes Wochenende woanders machen. So, wenn das in Realität wäre. Ja, klar treten wir an, aber eben, da mache ich mir dann keine großen Hoffnungen, dass ich irgendwie groß eine Rolle spiele dort. Das war jetzt sogar mal frech gefahren, nicht der Ideallinie entlang, sondern frech noch über die Curbs rüber, aber das kann man machen. Geht ja nur geradeaus, da passiert ja nicht viel. Und man verinnerlicht halt tatsächlich auch das Gas geben irgendwann. Also das war halt zu Beginn auch immer. Einfach immer volle Pulle, ist ja Formel 1 und das ist natürlich ein Fehler. Das ist deine letzte Runde, die letzte das, Runde des Rennens. Das, man kann so viel machen, ohne zu bremsen, wenn man wirklich einfach nur mal vom Gas runtergeht und das ein bisschen Piano macht. Ja, das sind halt alles Sachen, die muss man erst lernen. Ich muss natürlich auch noch sagen, ich habe natürlich in dem Sinn keine F1-Vergangenheit. Ich habe weder F1 2018, 17, 16, 15 habe ich alles nicht gespielt. Ich habe mal, das habe ich mal erzählt, glaube ich, 2012 gekauft, nicht gespielt, habe mich irgendwie nicht interessiert. Ich hatte auch kein passendes Lenkrad dafür. Und ansonsten war Formel 1 Gaming bei mir tatsächlich irgendwie so Grand Prix oder wie hießen die Spiele? So die auf den Arcade-Automaten. Das war so das, was ich immer gezockt habe. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen. Also sozusagen habe ich jetzt neu angefangen mit Formel 1 und deswegen muss ich mir das halt alles erst ein bisschen beibringen hier. Oder musste ich mir auch das mit den Reifen etc. Ich wusste das schlicht und einfach nicht. Ich wusste auch nicht, dass man einmal wirklich pro Rennen rein muss in die Box und die Reifen wechseln. War alles Neuland. So, aber jetzt, wo ich das weiß, macht dafür das Rennen natürlich umso mehr Spaß. Weil man auch ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen kann. Und das ist übrigens unsere letzte Runde. Das heißt, wir werden jetzt ab ins Ziel. Am besten noch in die Mauer rein. Nö. Und hiermit wieder massiv Vorsprung gewinnen. Sauber. Fantastisches Rennen. Einfach klasse. Jo. Und das mit... Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Danke, Jeff. Und das noch mit kaputtem Motor, also beziehungsweise mit deinen Komponenten. Hat das Rennen noch gedreht. Ein großartiger. Jetzt ist aber wichtig, was haben die anderen gemacht? Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ja, und der Fahrer auch. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Lassen wir natürlich. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Cool. Mercedes und das andere ist ein McLaren. Kollege Verstappen, den erkennt man. So, gut, ich möchte die Gesamttabelle sehen. Ich möchte sehen, was passiert ist.
Ich brech's mal an. Ja, muss ich gar nicht. Dann sehen wir einmal nach, okay, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft. Auf der 4 war Leclerc. Ja, es ist natürlich. WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Daniel Ricciardo hat mich heute definitiv beeindruckt mit es ist halt im Prinzip blöd gelaufen. Wir haben zwar gewonnen, aber dahinter Verstappen, Gasly, Leclerc sind genau die, die im Gesamtklassement vor uns sind. Die haben also mitgepunktet. Na gut, wir gehen mal schauen. In der WM verbessern. Immer noch auf der 4. Schon zu sagen, wenn nach solch einem Rennen am ich lasse die schnell fertig reden. Entschuldigung. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, ja, wenn wir das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Natürlich. Okay, gut. Also, wir sind auf der 4 und zwar gerade mal 15 Punkte hinter Platz 1. Also hier ist alles so eng. Hinter uns ist ein Loch zu Hamilton. Das sind über 100 Punkte. Ne, fast 100 Punkte. Aber jetzt Charles Leclerc, Ferrari. 269. Gasly, Mercedes, 260 Punkte. Verstappen, McLaren, 259. Der ist gerade mal ein Punkt dahinter. Und wir mit 254 auf der 4. Also wie gesagt, 15 Punkte. Somit, es wird sich wohl alles in den letzten Rennen entscheiden. Also sowohl Heisi, wir, als auch Verstappen, Gasly, Leclerc. Wir können alle noch Weltmeister werden. Das hängt jetzt von den letzten Rennen ab. Uiuiui, das wird spannend. Konstrukteursrangliste, da sind wir sowieso vorne. Jawohl. Ja, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, schätze ich mal. Ja gut, dann ist doch das sehr schön. Ja, kommt jetzt noch die Frau? Sie müsste. Die kommt auch immer, wenn ich gewonnen habe. Ach, diesmal nicht. Ach, werden wir. Wahrscheinlich ist sie schnippisch, weil ich beim letzten Mal nicht auf alles geantwortet habe. Ja, ja. So, der Ruf geht drauf. Das ist klar. Die sind zufrieden mit uns. Ich bin auch zufrieden. Platz 1. Ich bin gespannt, was das nächste Rennen ist. Ob es dann wieder sonnig ist oder ob es irgendein Rennen ist, was ich nicht so mag. Und dann mit Regen. Weil dann wird es schwierig. Aber es ist alles noch offen. Und das ist doch schön. 4 Fahrer stehen noch zur Wahl zum Weltmeister. Mal gucken, wer es am Schluss wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.